wie viel ist denn zum Beispiel eine Konzentration einmal gebracht haben beim Doktor? Ja? Erstens mal muss man sagen, viele Leute kommen, um nur ein Medikament zu bekommen, was Nasenspray oder sonst was. Wir sind aber keine Apotheke und wir haben leider nicht das Recht, Medikamente rauszugeben, ohne dass wir mit dem Patienten gesprochen haben. Jedes Gespräch bei uns ist eine sogenannte Konsultation, wie beim Hausarzt auch. Das kostet auf dem Schiff tagsüber während der Sprechzeit 90 Euro und geht hoch mitten in der Nacht, also so zwischen 22 und 6 Uhr. Mir kostet das dann 165 Euro. Ja, wobei dann noch die Leistungen EKG, Ultraschall oder was da ankommt, noch dazu kommen und die Medikamente werden extra berechnet. Jetzt mag das so auf den ersten Blick sehr teuer erscheinen. Man muss allerdings auch berücksichtigen, wir müssen natürlich ein gewisses Maß an Leistung vorrätig halten. Das heißt, wir könnten natürlich einmal am Tag mit Doktor eine Stunde arbeiten lassen und sonst ist keiner erreichbar, dann wäre das doch wirklich preiswerter. Wir sind jetzt auf dem Schiff zum Beispiel mit vier Ärzten, Anfang des Jahres nur noch mit drei Ärzten und leisten also 24 Stunden Dienste. Das Hospital hat natürlich nicht nur die Ärzte, sondern wir haben insgesamt noch 7 Mitarbeiter als MFAs bzw. Krankenschwestern. Wir haben noch einen Hospital Manager, gut, den braucht man sich nicht. Ne? Und es sieht eben so aus, dass wir natürlich auch wirklich einige Leistungen vorrätig halten. Wir haben zum Beispiel digitales Röntgen. Wir machen Narkosenanästhesien, um zum Beispiel Knochenbrüche einzurenken, wieder zu richten. Eine kleinere Chirurgie machen wir. Wir haben einen Ultraschall gerendert. Wir haben 2 Intensivzimmer mit voller Ausstattung, sowohl also Beatmungsgeräte als auch alles, was dazugehört, Infusomaten und. Wir haben ein Isolierzimmer mit einer Schleuse davor, wo man also wirklich die Leute behandeln kann, ohne dass sie keine verschleppt werden. Und wir haben da unten im Hospital insgesamt 18 Betten. 18! Wow. Das sind alles Leistungen, die vorrätig gehalten werden müssen. Ne? Und dann meine ich, muss man ganz klar sagen, ist auch das muss alles bezahlt werden. Und unser Hospital rechnet sich nicht. Wir machen keinen Gewinn. Ne? Das glaube ich. Nur wenn ich als Passagier eine gewisse Leistung anfordere, wir können natürlich auch sagen, wir machen das alles nicht und schicken alles in Kanada oder sonst wo. Noch schlimmer ist Dominika, da nehme ich gar nichts los. Ne? Im Krankenhaus. Ne? Aber dann fangen die Leute auf die Hose. Erstens zahlen die amerikanische Preise. Ne? Und zweitens ist die Versorgung sowas von grottenschlecht da, dass ich da mir nicht ein dicke Zeh behandeln lassen würde. Ja? Also, einfach nur das zu den Preisen im Hospital. Natürlich fahre ich hier aus Lust und Liebe mit, ne? Weil ich einfach noch mal was anderes sehen will als mein Hospital auf Deck 3. Und natürlich kostet das die Mitreisenden keinen Cent.